So. Ach ja, das hat man wieder. Das hat man ja auch noch, ne? Die komische, die Formel 1-Strecke. Ich erinnere mich. Na dann, auf geht's. Weg aus meinem Windschatten hier. Eieiei, Sven. Denn hier wie ein Klopfer. Ich hab dich gar nicht berührt. Du bist tatsächlich selber weggedreht. Nee. Du bist, glaube ich, hinten auf die Kurve gekommen, hast dich dann weggedreht. Ich hab dich nicht berührt. Es war knapp, ich hab auch noch bremsen können. Wer hat den blauen gehabt? Ja, ich war direkt hinter dir, aber ich hab dich nicht berührt. Zumindest sah das bei mir nicht so aus. Ja, Kev, das hatten wir aber letztes Mal auch in Monza, da hast du bei dir mich auch nicht berührt, aber bei mir hast du mich voll gerammt. Okay, vielleicht war das tatsächlich, also wie gesagt, das sah nur aus meiner Sicht halt so aus. Das kann aber hier Dings sein, dass das bei jedem anders aussieht, weil es ist doch bei den Insurgent manchmal so, dass du den einen voll mit dem Insurgent wegrubst von der Rampe, aber dann steht er wieder auf der Rampe drauf. Ja, nee, das kann ja sein. Wird. Durch die Synchro kann das ja auch sein, ja. Aber ja, meine ich ja, genau bei das, mir, hab, das Wort habe ich. Bei mir in der Sicht war es knapp, ja, das stimmt, aber ich habe ihn nicht, für mich nicht berührt, aber bei ihm kann es vielleicht wieder selber sagen, anders aussehen. Das ist dann war es natürlich keine Absicht. Dann war es natürlich keine Absicht, also. Ich muss auch mal eins sagen, ja. Ich habe ja selber auch schon ein paar Sachen selber gebaut. Ich finde das immer wieder beeindruckend, die Mühe und die Zeit, die manche Leute investieren, das alles hier so akkurat hinzubauen, ey. Ja. Das ist eine unglaubliche Aufgabe, das alles so akkurat zu bauen, weil dieses Aneinanderklicken der Gegenstände und alles ist manchmal so nervtötend und falsch. Ja. Und ich habe ja sowieso auch schon selber einen Job gebaut. Ich müsste den halt nur freigeben. Muss da nochmal irgendwann drin. Gerade bei den Banden, die sind manchmal, hängen die in der Luft, weil die dann nur so dreinander geklöppelt sind und das ist ganz schrecklich. Jetzt dürftest du weg sein, jetzt komme ich nicht mehr mit.
Jetzt bin ich wieder ein bisschen besser durch die Kurven durchgekommen. Jetzt hänge ich wieder dran. Und dass du gerne an Hinterteilen hängst, das wissen wir ja. Aber nur an dem einen. Von Sven. Von Sven, ja. Genau, von Sven, ja. Nein, von Sven, ein Wort, Sven, ja. Von Svens Charakter, ja. Oh! Ja, der ist ein Fehler. Versuche ich ein bisschen, wieder ein bisschen reinzukommen mit den. Boah, Glück gehabt, sonst wäre die Kurve fast eng gewesen. Im Windschatten innen vorbei. Flammen wir den überhaupt noch? Wie viele Runden? Zwei noch, ne? Ja, jetzt kommt er wieder vorbei. Das Hinterherfahren ist immer einfacher als das Vorausfahren. Durch den Windschatten halt. Blaue Flagge, blaue Flagge. Danke Sven, gut gemacht, gut reagiert. Scheiße, jetzt habe ich einen Ohrwurm, danke Kev. Hä? Jetzt habe ich einen Ohrwurm wegen dir. Inwiefern hast du einen Ohrwurm von mir? Na, jetzt muss ich die ganze Zeit an Sebastian Vettel denken. Oh. Blue Flag, Blue Flag, ach. Blue Flag. Da krammt der Sven den Zweitplatzierten aus dem Rennen. Ernsthaft? Ja, das war's. Markus, Glückwunsch, hast gewonnen. Du. Dann scheidet der Sven das Rennen. Wenn man auf der richtigen Jetta-Strecke die Kurvenreihe auch so einfach kriegen würde wie hier, dann wäre, glaube ich. Ich bin die Strecke noch nicht gefahren, ich weiß es nicht. Im Zeitfahren bin ich so schon gefahren. Ich fahre schon seit Ewigkeiten kein Formel 1 mehr. Deswegen, keine Ahnung. Ich bin erst gestern 100% China gefahren. Hm. Ja, als ich letztes Mal Singapur gefahren bin, auf Platz 3 liegend, als mein Lenkrad dann auch meinte, ich gehe mal lieber aus, ist mir die Lust ziemlich vergangen. Ich hätte das Rennen gewinnen können, weil der, den ich locker im Griff hatte, der hat das Rennen am Ende gewonnen. Und das ärgert mich dann halt, aber ist halt passiert. Und seitdem fahre ich kein Rennen mehr. Kein Formel 1 mehr. Schade. Blue Flag, Blue Flag, Blue Flag. Blue Flag, Blue Flag, Blue Flag.
So knapp davor, ich könnte Kot sein. Ich werde nicht klappern, Hippie. Ja, tu ich nicht. Aber dafür hattest du die schnellste Runde. Ja, kann ich mir nichts kaufen. Leider kam da ein Angriff von außen und sonst wäre es vielleicht anders rausgegangen. Aber machen wir weiter. Passt schon.